Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. So, ich werde jetzt nochmal ganz fix in die Stadt gehen, das habe ich total vergessen. Wir wollten ja eigentlich nochmal ganz kurz uns heilen, bevor wir hier weitergehen. Und ja, das werde ich jetzt direkt mal machen. Entschuldigt mich einen Moment, ich werde mal nebenbei dahin laufen und währenddessen, Gottes Willen, währenddessen mal hier versuchen, meine Uhr einzustellen. So, jetzt haben wir es schon. Okay. Ich glaube, das war... Nee, warte mal, das war hier in diesem Haus. Genau. Na? Na? Oh Gott. Heute geht's ab. Meine Güte. Ja, wir werden mal schauen. Also, wir müssen jetzt, wie gesagt, übernachten. So, Moment, komm her. Ja, jetzt haben wir wieder dasselbe Gespräch. Ja, wir bleiben natürlich. Du musst müde sein. Morgen wird das Wetter im Bereich der Costa del Sol wieder sonnig werden. Vom Rauschen der Meereswellen in den Schlaf gewiegt. Träum was Schönes. Ja, das ist schon schön, sowas zu hören. Ich weiß aber noch, wie das war, als ich im Hotel gearbeitet habe in Österreich. Und da ging vor meinem Fenster so ein kleiner Bach lang. Das hat ja genervt ohne Ende. Es ging echt gar nicht. Guten Morgen und gute Reise. Weil das, boah, das war so laut, das, also man konnte fast gar nicht einschlafen. Wie gesagt, normalerweise mag ich das ja gerade so Regen oder so, wenn Regen gegen die Scheibe platscht oder auf dem Boden oder was auch immer, so dieses Geräusch mag ich ja total gerne. Aber der Bach, der hat genervt, also das war echt krass. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir hin müssen. Im Westen? Westen ist da drüben. Zum Berg Corell. Wahrscheinlich hier oben lang. Ich sehe schon den Pfad. So. Ach, na klar. Wir gucken uns das mal an. Also, das sind, glaube ich, neue Gegner jetzt hier. Wir machen mal stehlen. Irgendwas hat das Viech bestimmt. Weil da jetzt hing es ein bisschen. Erdohr dann. Weiß ich jetzt gerade nicht. Oh, wieso hängt denn das hier so? Ist ja doof. So, ja, wir werden auf jeden Fall mal Bestia machen, damit er es mal dazu kommt, ein paar Gegner zu killen. Genau. Entschuldigt nebenbei, ich habe eine Bekannte aus China und mit der schreibe ich gerade, oder beziehungsweise habe ich für uns geschrieben. Und ja. Ich kann ja nicht sagen, dass ich gerade nicht kann. Auf jeden Fall lasse ich das jetzt aber. Brauche ich alles nicht hier. Der kann man normal angreifen. Und was? Keine Bestien mehr. Kann man das nur einmal machen? Ist ja doof. Dann Feuerer. Also ich glaube, man kann das so machen, dass man dauerhaft den Großen angreift. Oder so ähnlich. Und wenn man den dann besiegt hat, dann ist es halt ganz tot, das Viech. Er kann aber, glaube ich, immer wieder kleine ausspucken. Irgendwas war da. Das ist ja wie so eine Matroschka. Aber hieß eine Matroschka? Weiß ich gar nicht so genau. Naja. Die können, glaube ich, ziemlich nervig sein, die Gegner, aber es geht schon. Okay. So, die Uhr steht auf jeden Fall. Wir können jetzt hier den Pfad hochgehen. Ah, was mache ich überhaupt? Genau. Warte mal, hier ist doch was. Nee, hier ist nichts. Sah jetzt komisch aus. Aber wenn wir jetzt hier am Ende der Straße ankommen... Mal sehen, was wir jetzt haben. Wenn wir am Ende der Straße ankommen, sind wir eigentlich schon noch am Ziel. So, die machen wir jetzt einfach mal normal. Was? Geht nicht? Okay. Moment, Feuerer. Das habe ich eigentlich gerade... Ah, mit R1 kann man Target einstellen. Das wusste ich auch noch nicht, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade mich geguckt, aber das war ja, glaube ich, nur bei Final Fantasy 9 so, dass man mit den Zaubern mehrere Personen anwählen kann. Gegner, meine ich. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Ah ja, hier komme ich in so eine Art Höhle rein. Ah, Mensch, jetzt. Okay. Da komme ich nicht lang. Das ist Strand, obwohl ich kann ja mal schauen gehen. Ja, hier komme ich nicht lang.
Also da brauchen wir dann später so ein Gefährt, was über Wasser fahren kann. Das dürfte aber gar nicht mehr so lange dauern. Wo bin ich hier? Oh mein Gott, bin ich jetzt überhaupt richtig? Puh. Hey, sprichst du tatsächlich mit mir? Was ist das? Ich bin da gerade an einem Typen im schwarzen Umhang vorbeigekommen. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass es weiter hinten gefährlich wird, aber er hat mich ignoriert. Sephiroth. War da auch so ein Typ mit schwarzem Umhang, hat er doch gerade gesagt. Mach schnell. Weiter hinten wird's gefährlich. Pass unterwegs auf. Sollten dich unterwegs Fremde herzlich grüßen, so grüß auf jeden Fall zurück. Puh, ich denke, das macht den Spaß aus, wenn man sich auf den Straßen. Was? Wie jetzt? Wenn man sich auf den Straßen wahrscheinlich bewegt oder unterwegs ist oder keine Ahnung. Wenn man sich auf den Straßen, trifft, vielleicht auch. Wer weiß. Okay. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir keine Kisten oder sonst was verpassen, die hier vielleicht irgendwo sind. Okay. Also wir sind hier anscheinend an einem Reaktor. Was haben wir hier für Gegner? Ja, die hat man, glaube ich, auch noch nicht. Die anderen werde ich. Ich mache mal Target weg. Werde ich dann wieder weglassen. Erdodem brauche ich noch nicht. Aber ich könnte mit ihr Bestia machen. Das wäre eine Idee, glaube ich. Jetzt kann ich Erdodem machen. Dann wird die Vergiftung geheilt. Ja. So, hier greife ich nochmal normal an. Geht gerade nicht. Na gut. Ich habe gerade überlegt, ob ich angreifen soll oder vielleicht doch Erdodem machen soll. Ich habe jetzt aber doch lieber angegriffen, weil, ja, der ist jetzt schon tot. Ich muss mal gucken, ob man nach dem Kampf geheilt wurde. Ja, anscheinend schon. Das hätte ich dann nicht unbedingt machen brauchen dann. Also Erdodem. Deswegen geht das schon. Gut. Ah, die Gegner. Den Kampf lasse ich mal jetzt noch drinne. Die nächsten mache ich dann wieder raus. Erdodem. Feuerer. Ah, okay. Oh, Schreck lassen auch meine dumme Miezekatze. Nee, es hat nicht geklappt. Kann doch mal Bestia machen. Wenn es jetzt gleich hier voll am Miauen ist, es tut mir leid, ich werde die gleich wieder raushauen. Ja, genau. Genau. Die ist rollig momentan. Das ist ganz schlimm. Da kannst du die. Du darfst die nicht mehr anfassen. Geh. Naja. Okay, also die haben wir jetzt schon mal platt. Ich werde jetzt aber mal gucken, dass ich mit. Oh mein Gott. Eris, komm, Erdodem. Jetzt musst du doch mal ganz fix hier was machen. Und Tifa kann man normal angreifen für ihre Limit. Und er kann. Er hat kein Vita. Naja, egal. Was haben wir für eine Zeit, damit ich meine Katze gleich raushauen kann? Ist ja schlimm. Gut. Naja, gut. Ich brauche jetzt noch nicht heilen. Das mache ich dann später. Auf jeden Fall laufen wir hier momentan nur dran vorbei. Ihr habt ja gesehen an den roten Pfeilen. Oh mein Gott. Was ist das? Hallo? Oh mein Gott, voll der Grafikfehler hier. Oh, das sieht ja dumm aus. Lalalalala. Moment, ich gehe mal fix hier irgendwo lang. Vielleicht bessert sich es jetzt nach dem Kampf. Oh, ich bin fast tot. Ach du Scheiße. Moment, jetzt muss ich erstmal kurz heilen. Zauberbestia, Shiva. Wir machen mal Shiva. Wir gucken uns mal an, wie Shiva aussieht. Das sollte den noch gleich platt machen. So. Shiva gefällt mir hier nicht ganz so gut in dem Teil. Also ab der 8 sah sie richtig cool aus. Gerade die 10 hat sie mir sehr gut gefallen. Hier wirkt sie einfach zu
weiß ich nicht, zu normal. Noch nicht tot? Okay. Ach doch, es ist tot. Na gut. Hallo? Ach, krass, krass. Keine EXP, das ist wirklich ärgerlich. Das ist wahrscheinlich, weil er sich selbst hochgejagt hat. Oh, Junge, wieso sieht denn das so dumm aus hier? Stört euch nicht dran. Das wird sich gleich, denke ich mal, ergeben. Ja, das ist so, das ist so. Also, gerade Final Fantasy VII ist mit Windows 7 nicht so ganz kompatibel. Dann ist wahrscheinlich noch das Problem, dass, ja, dass ich diese Mods draufgehauen habe. Das kann je nachdem immer so ein paar Probleme noch verursachen. Das ist aber Gott sei Dank nicht dauerhaft. Und ich merke gerade immer, wenn ich eine Bestie einsetze, hängt das Spiel kurz. Sehr interessant. Kann auch sein, weil ich noch sehr viel im Hintergrund aufhab, aber naja. Ja, hier sehen wir mal Ifrit, dass wir den auch gesehen haben. Auch hier gefällt er mir nicht ganz so gut. Wie gesagt, ab der 8 war er ganz geil. Bei der 9 weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, wie er aussah, ob er da überhaupt da war. Und 10 war halt richtig cool. Also da fand ich ihn noch klasse. So. Naja, mit diesem ganzen Klimbim, was der so hatte und so, hat mir wirklich gut gefallen. Okay, mal schauen. Wir sind von der Treppe oben gekommen. Ja, hier sieht es wieder normal aus. Ich weiß nicht, was das hier für eine Plattform ist, was das überhaupt bringt. Ah ja, die Gegner hat man schon. Klimmgefahr, Klingenstrahl. Mach ich mal Klimmgefahr. Und Eris darf Schokomok nochmal machen. Was war denn das bloß, wo diese Angriffe so auf die Gegner noch gegangen sind? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das war auch nicht schlecht. Gut. Ja, die haben wir mal fertig. Es wird Zeit, dass sie mal eine neue Limit bekommt, ganz ehrlich. Wobei, Erdodem... Wie war denn das Erdodem? Da musste man dann, glaube ich, diese Limit ein paar Mal benutzen, oder? War das so? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ach, guckt mal, jetzt ist alles wieder normal. Wer weiß, wer weiß. Diese Kämpfe dauern. Bestia, Schokomok. Wie gesagt, ich lasse alles Eris machen, damit sie so die ganzen Viecher mal besiegt hat, weil umso mehr bekommt sie ja dann auch. Also umso eher bekommt sie ihre Limit. Na, er kann nicht heilen, das ist schon in Ordnung. Aber Tifa kann, glaube ich, das nächste Mal, wenn sie am Zug ist, mal heilen. Und Eris wird sich natürlich darum kümmern, dass die Viecher hier besiegt werden. Cloud ist so eine Art, ja, Ersatzspieler. Genauso wie jetzt halt. Sauber, okay. Na gut, hat er es halt besiegt, das geht schon. Der Vogel ist halt relativ stark. Ah, schön Level up. Gut, ja, wie gesagt, also wir gehen jetzt hier einfach mal die... ach, nicht doch. Die Zugbrücke lang. Oder Zugschiene. Keine Sorge, hier fährt nichts mehr. Das ist aber, glaube ich, der einzige Weg, den wir jetzt momentan gehen können, um... ja, an unser Ziel zu kommen. Zuerst mal wieder schön speichern. Mount Corell sind wir jetzt momentan gerade. Gehen wir erstmal oben lang. Ja, ja, ja. Glitzra vielleicht? Geht nicht auf alle. Bio könnte ich eigentlich mal machen. So, und sie macht jetzt Schokomok wieder. Und Tifa kann dann zur Not hier hinten das Viech angreifen. Aber ich komme nicht hin. Ja, jetzt hängt es nochmal kurz wegen der Bestia. Das macht es erst seit kurzem, muss ich sagen. Also beim letzten Mal spielen hat das nie diese Probleme gemacht.
Aber wie gesagt, es kann wirklich sein, deswegen, weil ich so viel jetzt noch offen habe. Aber ich wollte die ganzen Sachen nicht schließen. Ich muss dann bei YouTube noch so viel machen und einstellen. Und das hätte ich mir dann alles wieder raussuchen müssen. Das nervt dann schon ein bisschen. Ja, beim nächsten Kampf können wir dann Tifas Limit einsetzen. Das lohnt sich jetzt mit diesen nicht mehr. Komm, seid alle tot bitte. Ja, wer sagt's denn? Dann hat sie immerhin mal alle Gegner gekillt. Cloud ist schon wieder voll schwach. Den muss ich, glaube ich, direkt mal heilen. Am besten über Zauber. So, das passt schon. Ja. Oh. Okay, also wir fallen jetzt hier runter. Und wir müssen jetzt die ganze Zeit hier so drücken. Haben wir es geschafft? Keine Ahnung. Nee, leider nicht. Das ist ja doof. Also man muss halt die ganze Zeit drücken, entweder nach links oder nach rechts. Da wir jetzt eh so weit sind, den Part fertig zu machen, werde ich, habe jetzt gerade gespeichert, werde ich jetzt hier gleich nochmal laden und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Also am besten, wenn ich wieder am Fallen bin. Also, bis gleich. Ciao.